So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Letztens hat Pupsi gesagt, Robs Chips hat neue Robs Chips. Kennt ihr Robs? Also diesen Rob? Irgendwas hat er gemacht und dann hat er was anderes gemacht und dann gab es irgendwie irgendwas und ich habe keine Ahnung, ich verfolge den nicht, habe noch nie was von dem gehört. Plötzlich hieß es, der macht Chips. Wir haben dann mal diese drei Sorten Chips oder die es da damals gab getestet. Chips, wie sie sein sollten, damals hieß es. Mir hat das absolut nicht zugesagt, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Chips-Esser, denn alles, was die Leute mögen, dünn, zart, mag ich gar nicht. Ich mag, wenn das richtig so aus Maismehl ist, ja, so Tortilla-Chips, dreieckig, richtig fest und hart. Das ist meins, also ich esse lieber mal Tortilla-Chips von Car Classic als irgendwelche hauchdünnen, zarten Chio-Chips. So, jetzt hat Robs... keine Ahnung, Robs Chips gemacht, schon wieder, mit einer neuen Sorte, hat Sandra gesagt, also Pupsi, das dürfte dich vielleicht interessieren. Ich habe gesagt, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Heute war mal im Kaufland, da standen die plötzlich trotzdem mitten vor mir und ich habe gedacht, naja, okay, wenn sie schon so hinterhergezimmert wird, dann test es halt mal, dann probier es halt mal, dann guckst du sie halt mal an. Robs Originals, ne? Robs Mixed Spices Geschmack. Super würzig. Extra groß. Chips, wie sie sein sollten. Und hier unten habt ihr ganz viele verschiedene Näpfe mit Gewürzen drin. Und wenn man mal liest, was das sein soll: Kartoffelchips mit würzigem Geschmack. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Olivenöl, Zucker, Gewürze. Klammer auf. Paprika, Cayennepfeffer, Zwiebel. Kardamom, kenne ich nicht, Nelke, Zimt, Muskatnuss, schwarzer Pfeffer und Muskatblüte, Lorbeer und Koriander. Das klingt auf jeden Fall sehr pervers, sehr eigenartig, sehr exotisch. Ich glaube, die letzten Robs Chips, alle drei Sorten, die ich hatte, habe ich kurz probiert, habe die Tüten wieder zugemacht mit einer Wäscheklammer und habe die dann mit nach Hessberg zu meiner Mutter genommen, habe gesagt, wenn ihr abends Wrestling guckt oder so, könnt ihr ruhig mal die Chips essen. Die fanden die gut, ich fand die nicht so gut. Ich habe mir mal eine Schüssel besorgt. Ich will die jetzt mal hier reinhauen und mal gucken, wie die aussehen, wenn wir hier diese... Boah, das riecht irgendwie süß, fruchtig, aber gleichzeitig auch irgendwie fettig. Also sehr besonders, vielleicht so wie Weihnachtsgebäck durch Nelke, Zimt und alles, das kann schon sein. Wir füllen das jetzt mal hier ein. Die Robs Chips in der Schale, in der super genialen Schale. Und jetzt müssen wir es für Thumbnail, jetzt müssen wir noch hier reinhalten. So, das ist das Thumbnail, glaube ich, hoffe ich, denke ich, Robs Mixed Spices Geschmack. Ich dachte, das sind jetzt hier, das ist übelst scharf und verschiedene scharfe Sorten, aber es sind halt einfach nur die schlimmsten Geschmäcker der Welt zusammengekommen für eine Schale Robs Chips. So, extra groß steht drauf. Ja, der ist groß, der ist so groß wie mein Kopf. Guck, wenn du das so machst. Sind auf jeden Fall sehr knusprig, sehr bissfest. Und das ist okay. Das geht schon über das hinaus, was ich so kenne und was ich deshalb eben nicht so mag. Und dann haben wir hier einen, der ist ein bisschen länglich gezogen. Ich muss mich noch mehr auf den Geschmack konzentrieren. Also ich esse ja gern scharf und ich kann das immer schlecht beurteilen, ob irgendwas, was halt eigentlich so ein bisschen scharf sein soll, dann noch ankommt bei mir. Die meisten Sachen, sage ich dann immer, sind nicht scharf und andere sagen dann, ah Digga, bist du verrückt, das ist übelst scharf. Ich empfinde es jetzt nicht als scharf, nicht als würzig, ich finde es als sehr orientalisch. Was kann ich denn mal gucken, also so Pfeffernote schmecke ich gar nicht heraus, Zwiebelnote, nee. Nelke, Zimt, also ich würde das würde ich schon eher sagen, Nelke, Zimt, weil es irgendwie trotzdem in so eine süßliche Richtung geht, so ein Weihnachtsfeeling, so wie es gerochen hat, so ähnlich schmeckt es auch.
Muskatnuss kommt bestimmt da auch noch mit rein. Schwarzer Pfeffer wieder gar nicht. Muskatblüte, Lorbeer, Koriander. Koriander, weiß gerade gar nicht, wie Koriander schmeckt, aber würde sagen, genau, Koriander schmeckst du auch raus. Lorbeer bisschen, eben halt sowas Süßliches, sowas Kräuterliches, also was ganz Spezielles. Mein Lieblingsgeschmack wäre es jetzt nicht. Wenn die Schüssel auf dem Tisch steht, jeder greift mal rein, dann wird sie auch leer. Wäre jetzt aber was, was ich mir nicht nochmal kaufen würde. Aber ich muss sagen, doch, die sind schön groß, wie es draufsteht. Und die sind, ja, die sind richtig knusprig und richtig hart. Also, das ist nicht so dünnes Zeug. Das ist schon wirklich was, wo du richtig knuspern kannst, richtig knabbern. Von dahingehend, habt ihr schon mal Robst-Chips getestet? Habt ihr schon mal die probiert? Kennt ihr die anderen Sorten? Das andere war, glaube ich, auch nur wieder nur Schuhcreme, also Sour Cream und Paprika und Seesalz und vielleicht eins mit Chili, also so ganz normale Sorten. Deswegen habe ich ja bereut, dass ich das mir mal geholt habe. Es war ja nur normale Sorten, nichts Besonderes. Aber Mixed Spices mit den komischen Sorten, habe ich gedacht, das ziehst du dir mal rein. Also es ist besser als gedacht, dadurch, dass die Chips ja trotzdem was können. Aber eine ganze Tüte davon musste ich, glaube ich, auch übergeben, weil das so speziell vom Geschmack her ist. Da bleibt bei denen, die du hast. Was sind eure Lieblingschips? Was esst ihr gern? Bei mir war immer von Lay's die Thai Sweet Chili von Lay's Sensations, genau. Lay's Sensations Thai Sweet Chili, die fand ich immer besonders gut. Das waren zwar auch keine dicken Chips, aber die waren geschmacklich so toll, dass mir das egal war. Ansonsten, wie gesagt, Tortilla-Chips mit Barbecue-Geschmack, mit Chili-Geschmack, mit Salz-Geschmack, das geht immer. Esse ich aber auch nicht so oft, eher selten. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, das ist der Robs, ne? Das ist der Robs und das sind die Robs-Chips. Guckt's euch an. Thumbnail ist eh wieder verkackt. Ciao.